Grüß Gott, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Kanal 3. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir haben wieder zahlreiche Beiträge für Sie vorbereitet. Welche genau, das sehen Sie jetzt in unserer Programmvorschau. Wir berichten von der italienischen Nacht in Voitsberg, waren für Sie bei der 750-Jahr-Feier in St. Martin sowie bei der Charity-Scheck-Übergabe bei den Schlossfestspielen Biber mit dabei, zeigen Ihnen, wie ein 96-jähriger detailgetreue Krippen baut, laden Sie zu einer Tanzstunde ein und in unserem aktuellen Kinotipp zeigen wir Ihnen die Streifen Codename Ankel und Dating Queen. Einmal im Jahr hält Italien in der Stadtgemeinde Voitsberg Einzug, nämlich dann, wenn zur italienischen Nacht geladen wird. Und auch in diesem Jahr haben wieder tausende Besucher die Voitsberger Innenstadt gestürmt und ein bisschen italienisches Flair genossen. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Bella Italia, sprich typisch italienisches Flair, konnte man vor wenigen Tagen bei der traditionellen italienischen Nacht in Voitsberg genießen. Ja, das resultiert aus einer Städtepartnerschaft, die wir mit Italien gehabt haben. Derzeit ist es ein bisschen lauer, weil sich durch die Regierungsverhältnisse etwas geändert haben. Aber die italienische Nacht hat sich bewährt. Da kommen immer Tausende von Leuten. Es ist gut essen und ein bisschen was trinken kann man auch. Also perfekt. Wenn es weiter passt und die Leute gut aufgeregt sind, was Besseres kann es gar nicht geben. Ja, nachdem es jetzt schon über 20 Jahre diese italienische Nacht gibt und heuer Gott sei Dank einmal auch ein Wetter von Anbeginn an, das passt, so kann man nur alle einladen, hierher zu kommen. Die Gastronomen haben sich sehr bemüht, das italienische Flair aufzubauen. Auch ein bisschen hineingeschaut haben wir in die entsprechenden Speisekarten. Die sind auch wirklich herzeigbar. Und heuer spielt halt auch das Wetter mit. Und wir hoffen, dass wir wieder eine volle Stadt haben. Ich habe natürlich eine Schürze besorgt mit italienischen Spezialitäten. Und die werde ich mich dann umschneiden und dann werde ich bei den einen oder anderen wieder ein bisschen was kochen und dann werden wir schauen, wie das schmeckt dann. Worauf freust du persönlich dich heute am meisten? Freunde zu sehen, Freunde zu treffen, ein bisschen was trinken, natürlich ohne Auto heimfahren, wenn, dann im Taxi. Das ist ja ganz klar. Wenn wir, aber den Vorsatz haben wir natürlich nicht, aber wenn es die Gelegenheit gibt, ganz klar, ein bisschen plauschen, Erinnerungen austauschen, lustig sein, Schmäh führen und so soll die italienische Nacht sein. Urlaub zu Hause, aber trotzdem mit italienischem Flair im Hintergrund. Italien verbinde ich viele schöne Urlaubserinnerungen, warmes Wetter, gutes Essen, freundliche Leute und genau das haben wir im Moment auch in Voitsberg. Italien ist natürlich Sonne, Strand und Meer und das gute Essen, also Pizza, Spaghetti, das darf natürlich nicht fehlen, gibt es aber da ja auch und heute wettertechnisch passt es auch optimal, also ich glaube, es kommt dem Italienischen jetzt schon sehr, sehr nahe. Während es bei der Eröffnung der italienischen Nacht um 16 Uhr noch recht ruhig war, tummelten sich später am Abend wieder tausende Besucherinnen und Besucher in der Voitsberger Innenstadt, um das italienische Flair zu genießen und auch zu Hause ein wenig Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen. Sag zum Abschied leise Servus oder tu es ganz laut, so wie im Falle von Dechant Dr. Erich Linhart. Denn er hat in der Pfarre St. Martin im Zuge der 750-Jahr-Feier der Gemeinde seinen Abschied gefeiert. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde am letzten Wochenende in St. Martin am Wölnisberg zur Festveranstaltung im Zuge der 750-Jahr-Feierlichkeiten geladen. Also wir freuen uns, dass wir die 750-Jahr-Feier durchführen können, dass wir die zweite Feier machen, wo es also eigentlich die Hauptfeier ist, mit dem ORF-Frühschoppen. Aber auf der anderen Seite haben wir ein weinendes Auge, erstens, weil es ein bisschen regnet. Und zweitens, weil unser Dächer uns verlässt und also zu höheren Weihen berufen wird nach Graz zum Generalvikar. Ja, ich war immerhin insgesamt erst 17 Jahre in St. Martin Pfarrer. Also ein Jahr, nachdem ich nach Voitsberg gekommen bin, hat sich ja dieser Pfarrerverband gebildet mit Elschott, St. Martin zu Voitsberg. Und ich habe von diesem Zeitpunkt an sehr viel Kontakt gehabt. Ich habe versucht, wirklich auch da zu sein, Kontakt mit den Leuten zu haben, über die Vereine, über die Hausbesuche, anlässlich der runden Geburtstage älterer
Pfarrbewohner und Bewohnerinnen. Und ich glaube, dass die Leute schon gemerkt haben, dass sie mir auch ein wesentliches Anliegen sind. Wir haben auch versucht, vieles aufrechtzuerhalten, zu stärken, damit, wie ich früher schon gesagt habe, auch St. Martin gespürt hat, wir sind trotzdem des Pfarrverbandes eine eigenständige Pfarre nach wie vor. Und ich glaube, das ist auch gelungen. Und so sind schon viele, viele Beziehungen auch hier oben entstanden, muss ich sagen. Ja. Aus diesem Grund möchte Dechant Erich Linhardt nach Möglichkeit auch in absehbarer Zeit wieder einmal nach St. Martin zurückkehren. Beispielsweise, um bei Bedarf als Geistlicher auszuhelfen oder aber auch als Firmspender bzw. ganz privat. Ausgiebig gefeiert wurde am letzten Wochenende, wie angesprochen, aber natürlich auch das 750-Jahr-Jubiläum der Gemeinde. Hat begonnen mit der Heiligen Messe, jetzt gibt es dann einen Frühschoppen mit dem ORF und dann gibt es also ab 13 Uhr so eine offizielle Feier, wo man ein bisschen die Leute begrüßt und dann werden Vereine, Handwerker ihre Künste vorstellen und das wird also so dauern bis 18 Uhr. St. Martin, ein kleiner Ort mit langer Geschichte und großem Zusammenhalt. Kunst kann wohltätig sein. Das wurde vor wenigen Tagen in Biber im Zuge der Schlossfestspiele unter Beweis gestellt, denn dort wurde ein ganz besonderer Scheck übergeben. Kultur kann unterhaltsam sein, Kultur kann lehrreich sein und Kultur kann wohltätig sein. So zum Beispiel im Falle der Schlossfestspiele Biber. Denn die Stadtgemeinde Köflach und die Schlossfestspiele verbindet mehr als nur eine kulturelle Kooperation. Naja, abgesehen davon, dass die Schlossfestspiele mittlerweile zu einem fixen Bestandteil der Köflacher Kulturszene gehören, du hast vollkommen recht, es ist damit auch eine Charity-Veranstaltung verbunden. Die folgt in Anlehnung an Walter Stücklers Sport-Charity, der macht sie ja nicht mehr, nachdem er aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, beziehungsweise aus der Politik ausgeschieden ist. Und wir haben uns gedacht, wir führen das einfach fort und führen das diesmal einem wohltätigen Zweck zu. Und das wird heute der Betrag dann verschiedenen Familien zur Verfügung gestellt. Insgesamt 2.500 Euro wurden im Zuge der Charity-Veranstaltung gesammelt. Wir haben früher das Ganze für den Sport gemacht, um Jugendliche zu fördern, damit sie einfach bessere Leistungen erzielen können und sie finanziell zu unterstützen. Charity einfach deswegen, wir haben im Stadtrat beschlossen, aufgrund dessen, dass es immer mehr Personen immer schlechter geht in unserer heutigen Zeit, dass wir einfach Bedürftigen das Geld zukommen lassen. Die Stadträte und die Vizebürgermeister und der Herr Bürgermeister haben Karten geordert. Und die Frau Gemeinderätin Kainbacher hat einen Großteil des Restes dann weiter verkauft. Und wir hatten eigentlich eine volle, ausverkaufte Vorstellung. Und es ist sehr sinnvoll und gut, dass wir das als Charity-Veranstaltung machen können, weil wir ja damit vor allem Leute unterstützen, zum Beispiel eine Familie, wo die Tochter der Pflegestufe 7, also schwerst behindert ist. Also das heißt, wirklich etwas sehr Soziales gemacht wird. Tue Gutes und sprich darüber. Es ist wesentlich, dass wir einen kleinen Teil unseres Möglichen dazu beitragen, dass es Leuten, denen es nicht so gut geht, ein bisschen besser gehen könnte. Und wenn es viele erfahren, dann im nächsten Jahr sind vielleicht noch mehr dabei und wir können ein noch besseres Ergebnis erzielen. Gezeigt wird im Zuge der Schlossfestspiele Biber in diesem Jahr Figaros Hochzeit. Also wir haben uns heuer für Figaros Hochzeit entschieden, weil ja auch schon der große Meister Mozart auf diesen Stoff zurückgegriffen hat für einer seiner berühmtesten Opern, die er geschrieben hat. Und wir dachten, das ist ein gutes Thema. Es ist eine wunderbare, bezaubernde französische Komödie, die zeigt auf sehr charmante Weise die verschiedenen Klassen und wie die einzelnen Figuren mit einer Unzahl an Intrigen versuchen, an ihr Ziel zu kommen, ihr Glück zu finden. Verantwortlich für die Schlossfestspiele in Biber ist das Theater Absolut. Wir kommen ursprünglich aus Graz, sind aber hier jetzt schon das 6. Jahr in Biber. Uns gefällt es sehr, sehr gut hier und wir werden auch mittlerweile sehr, sehr gut akzeptiert, sowohl von der Bevölkerung hier in der Lebizaner Region. Wir haben also heuer erstmals über 30% unserer Gäste, unseres Publikums aus der Region. Wir haben auch heuer ein Rekordjahr, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite wegen dem wunderbaren Sommer, den wir gehabt haben. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch wegen der Verbesserungen, die wir heuer gemacht haben, wegen der Akustik, die verbessert worden ist. Das heißt, es hört wirklich an jeder Gast bis in die letzte Reihe jetzt wirklich alles bei uns. Ja, und wir können uns heuer über fast 4.000 Gäste freuen. Da sind wir sehr stolz drauf. Ein großer Erfolg also für die Schlossfestspiele Biber und vor allem dank der Charity-Aktion der Köflacher Stadtregierung ein großer Gewinn für Bedürftige der Lipizzaner Heimatstadt. Was macht ein durchschnittlicher 96-Jähriger?
Eventuell im Sommer die Sonne genießen und ein wenig auf der Gartenbank sitzen oder aber vielleicht eher ein wenig zurückgezogen lesen oder fernsehen. Aber in den seltensten Fällen, so nehme ich zumindest an, eine Krippe bauen. Viel Fingerspitzengefühl, eine ruhige Hand und natürlich jede Menge handwerkliches Geschick sind erforderlich, wenn man Holzkrippen baut. Kein Hobby also für jedermann. Der Voitsberger Franz Quasil verfügt über all diese Fähigkeiten und baut eine Krippe nach der anderen. Die Beherrschung dieses Handwerks ist an und für sich ja bereits etwas Besonderes. Doch der rüstige Rentner setzt noch eines drauf, denn Franz Quasil ist sage und schreibe 96 Jahre alt. Auf diese Idee bin ich gekommen durch die Frau Grazer in Köflach im Pflegeheim. Die hat mir das auf Unterlauch gegeben und von dir aus habe ich eins gemacht einmal und ich möchte auch eins, durch den sind auch ein ganzer Haufen geworden. Vor allem auf die kleinen Details legt Franz Quasil viel Wert, so wird jede einzelne Holzschindel geschnitzt und auch die Einrichtung darf bei seinen Krippen natürlich nicht fehlen. Früher habe ich gebraucht, 2 Monate dabei, wie die Frau noch gelebt hat. Jetzt aber die Länge, sagen wir, 3 Wochen, gut 14 Tage, 3 Wochen, bis eins Picobello fertig ist. Jeden Vormittag arbeitet der Weststeirer 2 bis 3 Stunden an seinen Werken und auch am Nachmittag zieht es ihn immer wieder an seinen Arbeitstisch im Margaretenhof, wo er seit 3 Monaten lebt. Er ist gekommen und hat mir als Erster das gezeigt, dass er das bauen tut. Und dann bin ich ein paar Mal reingekommen und habe mit ihm geredet und dann war er natürlich ganz begeistert, dass man sich interessiert dafür. Dann habe ich gleich mit der Frau Magister geredet, habe ich gesagt, er macht so schöne Häuser, sie soll ihm das, soll das anschauen. Und dann haben wir dann gleich 3 genommen, weil wir werden es wahrscheinlich zu Weihnachten als Krippe gestalten. Und dann habe ich das ihm gesagt, dass man da könnte eigentlich eine Almhütte machen, weil jetzt im Herbst gehen viele Leute auf die Alm. Und jetzt ist er ganz begeistert und jetzt kriegt er wieder einen tollen Auftrieb einfach zum Weitermachen. Er hat den wunderschönen Wintergarten gekriegt, er kann das alles liegen lassen und kann basteln und er sagt, er ist im Paradies da. Möge es die Gesundheit Franz Quasil noch lange erlauben, seine wundervollen Krippen zu bauen und seinem kunstvollen Hobby nachzugehen. Radio West, das Weststeirische Radio in Voitsberg auf 106.2 und 107.3. Sie suchen schnelles Internet? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Egal ob Fiverr-Speed 20, 40, 60 oder 100. Alle Produkte gibt es jetzt um nur 9,90 Euro pro Monat. All das gibt's bei iNet, das schnellste Internet in Ihrer Region. Vielleicht haben Sie den Sommer ja schon genutzt und einmal das Tanzbein geschwungen, aber vielleicht haben Sie dies auch nicht getan, weil Sie einfach nicht tanzen können. Aus diesem Grund laden wir Sie nun zu einem Tanzkurs der besonderen Art ein. Thinking about right, I just wanna thrive. I don't wanna fight. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen heute Disco Fox hier bei uns in der Tanzschule Gida. Wie man im Hintergrund sieht, wir haben ein bisschen renoviert. 10 Jahre Tanzschule Gida feiern wir in diesem Jahr. Und zu diesem Anlass möchten wir heute ein bisschen Disco-Fox-Unterricht machen. Ich darf den Andrea gleich wieder zu mir bitten. Wir starten ganz einfach mit einem Grundschritt und werden dann weitermachen mit ein bisschen Platzwechseln. Und zwar, die Männer starten immer mit dem linken Fuß und die Damen beginnen immer mit rechts. Ihr könnt euch am besten zu Hause gleich so hinstellen, wie wir stehen und auch mitmachen. Das heißt, die Herren stehen auf meiner Seite und die Damen auf Andreas Seite. Dann probieren wir mal den ersten Schritt zur Seite und 1,
zwei, tap. Ja, machen wir es nochmal. Einmal hin, einmal her und zurück. Und eins, zwei, tap. Und eins, zwei, tap. Wichtig dabei ist darauf zu achten, dass man beim Tap kein Gewicht auf den Fuß bringt. Ja? Das heißt, den haben Sie immer einmal hin, einmal her, zurück. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Eins, zwei und stopp. Gut, so leicht ist es und wir werden das Ganze jetzt gleich einmal mit Musik ausprobieren. Wir nehmen heute extra langsame Musik, damit alle gut mitmachen können und dann werden wir sehen, dass das auch ganz einfach ist. Los geht's! Fünf, sechs, sieben, und eins, zwei, tap, eins, zwei, tap, eins, zwei, tap, Schritt, Schritt, tap, Schritt, Schritt, tap, Schritt, Schritt, tap, Schritt, Schritt, tap, eins, zwei, tap. Einmal hin, zurück und tap, ja? Hin und wieder darf man sich auch mal anlächeln. Eins, zwei, tap, eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Wunderbar, dankeschön. Gut. Ja, und jetzt ist es eigentlich schon an der Zeit, auch gleich ein paar Figuren zu tanzen. Und wir hatten ja in dieser Serie schon einmal den Disco Fox, aber in geschlossener Haltung. Und heute probieren wir in offener Haltung ein paar Platzwechsel zu tanzen. Die André und ich werden das einmal vorzeigen und dann werden wir es gleich gemeinsam vielleicht ausprobieren und uns anschauen, wie es langsam funktioniert. Ja? Wir hätten hier den Grundschritt. Eins, zwei, tap. Eins, zwei und stopp. Wir starten jetzt den Platzwechsel aus dieser Position. Er geht links vor, sie geht rechts vor und wir tanzen den ersten Wechsel, wo die Dame dreht. Eins, zwei, tap. Und automatisch steht der Herr jetzt auch gleich auf der anderen Seite und die Dame steht auf dem Platz vom Herrn. Ja, vielleicht machen wir das gerne nochmal. Gehen wir nochmal zurück in die Startposition. Bitte nochmal gleich aufstellen, auch zu Hause. Männer auf meiner Seite und die Damen gegenüber. Wir starten mit einem Grundschritt. Eins, zwei, stopp. Beide drehen jetzt in die Richtung. Ja, das heißt, wir drehen zum Spiegel hin, die Dame hat Vorrang, geht vor ihm vorbei. Eins, zwei und tap. Also es ist wieder ganz das gleiche Prinzip. Wir tanzen immer links, rechts, tap als her und die Damen tanzen immer rechts, links, tap. Einmal noch. Bitte wieder in die Ausgangsposition kommen. Los geht's. Und links, rechts für den Herrn. Eins, zwei, tap. Genau. Gut, das wäre jetzt schon mal der erste Platzwechsel und jetzt machen wir gleich den zweiten noch dazu. Wir wollen ja wieder in die Ausgangsposition zurückkommen, das heißt der Herr versucht auf die Seite der Dame zu kommen und die Dame geht wieder auf ihre Ursprungsseite zurück. Einmal hier gezeigt, wir tanzen wieder einen Grundschritt dazwischen. Eins, zwei, tap und jetzt hat der Herr Vorrang, das heißt er dreht vor der Dame vorbei. Eins, wechselt die Hand hinter seinem Rücken, das sieht man jetzt ganz gut, ja, hier umgreifen. Und wir tanzen wieder das Tap zurück. Ja, also einmal noch gezeigt von der anderen Seite. Wir beginnen mit einem Grundschritt. Tanzen. Eins, zwei, stopp. Jetzt lösen wir gleich diese Hand, greifen auf das rechte Handgelenk der Dame und gehen vorbei. Eins, Handwechsel hinterm Rücken, hier kann man es gut sehen. Und Tap. Genau. So, jetzt probieren wir die Kombination. Wenn wir wieder in der Ausgangsposition starten, hatten wir zuerst die Drehung der Dame und dann dreht der Herr mit dem Handwechsel. Ja, probieren wir es bitte. Und eins, zwei, machen wir noch einen Grundschritt. Eins, zwei, Hand hoch, sie dreht. Eins, zwei, stopp. Und jetzt ohne Grundschritt gleich wieder zurückwechseln, rechte Hand ergreifen. Eins, zwei, tap. Und dann gehen wir wieder in den Grundschritt über, wechseln wieder die Hand. Er hat ja die Hände immer unten, sie legt ihre Hände in seine Hände und so sind wir mit dem Grundschritt. Probieren wir es nochmal. Einmal über den Grundschritt. Eins, zwei, tap. Sie dreht, tap und er dreht, tap und eins, zwei, tap, eins. Einmal geht's noch und sie dreht und er Handwechsel und eins, zwei, tap, eins, zwei, stopp, danke. Gut, jetzt schauen wir uns das noch einmal an mit Musik. Ich würde sagen, Sie können es zu Hause gleich mit ausprobieren. Wir werden ein paar Grundschritte am Beginn tanzen und ich zähle dann rechtzeitig ein, wann wir den Platz hinwechseln und wieder zurück.
Los geht's! Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Eins, wunderbar, Grundschritt. Ja, schauen, dass die Dame gut mitkommt mit den Herren. Und auch umgekehrt, klarerweise. Und jetzt geht's dann los. Achtung, letzter Grundschritt, Hand hoch. Eins, zwei, eher Handwechsel. Eins, zwei, Grundschritt. Eins, zwei, tap. Eins, immer schön aufpassen, dass die Dame folgt. Man hat's gesehen, meine Frau will gleich die Führung übernehmen. Aber im Tanzen ist es ein bisschen anders. So, Achtung, jetzt ein Grundschritt noch und Hand hoch. Zap, eins, zwei, Handwechsel. Grundschritt. Eins, zwei, zap, eins, zwei, zap, eins, zwei, zap. Achtung, einmal noch. Und eins, zwei, zap, eins, zwei, zap, eins, zwei, zap. So, und wir tanzen jetzt gleich ein paar Platzwechsel hintereinander. Sie können sich das mal anschauen oder auch wieder mitmachen. Und eins, zwei, tap, eins, zwei, tap, eins, zwei, tap, eins, zwei, tap, eins. Kann auch auf dieser Seite dann stehen bleiben oder mal einen Grundschritt machen, ja? Zwei, tap, eins, zwei, tap. Okay, gut, danke schön. Danke. Danke. Ja, Sie haben gesehen, so einfach ist es. Vielleicht ist es mit dem Tempo hin und wieder ein bisschen eine Herausforderung, aber man kommt miteinander immer ganz gut rein, wenn man schaut, dass die Bewegungen harmonisch sind. Ein wichtiger Tipp noch für die Männer, weil die Frauen sollen ja wissen, wann welche Figur dran ist. Beim Tap zeigt er immer an und signalisiert, wenn ein Figurenwechsel kommt. Ja? Das heißt, wenn ich die Dame in meinen Händen halte, mache ich einen Grundschritt, 2, Tap, 1, 2, Hand hoch beispielsweise. Dann weiß sie, dass sie jetzt dreht. Ja? Also immer beim Tap, wenn der Fuß nach hinten geht, dann geht die Hand nach oben oder ich greife um oder welche Figur auch immer dran ist. Ich sage in den Kursen immer bei uns, scherzhalber, das ist wie ein Ausschalter. Ja? Man hebt den Arm und die Füße sind ausgeschaltet. Bei den Männern passiert es dann oft, dass er so stehen bleibt. Sie tanzt zwar weiter, aber er vergisst seine Schritte. Aber das ist am Anfang ganz normal. Also die Kombination Arm- und Beinbewegung ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, aber man kriegt es relativ schnell und leicht hin. Ja, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen und das bei uns auch einmal ausprobieren möchten, am 7. Juni, das ist ein Sonntag, startet wieder ein Anfängerkurs. Am 7. Juni um 18 Uhr, dauert bis 19:25 Uhr, ist immer ganz unterhaltsam, sind auch immer viele Paare da. Wir haben eine nette Bar, die man vielleicht im Hintergrund jetzt sieht und dann kann man sich auch in der Pause ein bisschen erfrischen. Noch ein Hinweis, wir starten bald unsere Latin Line Dance Kurse, die gehen dann im Juni los und der wird auch mit der Kooperation Vorteilskarte keinen Zeitung mit 20 Euro vergünstigt. Also wenn Sie auf unsere Website schauen, www.tanz-schule.at, dann finden Sie dort auch alle Kurse und unsere Angebote. Letzter Hinweis, und das ist für viele ein sehr wichtiger, Pfingstmontag, das war und ist unser Starttermin für heuer. Lipizzaner Heimatball 2015 und die Karten sind ab diesem Datum erhältlich, also 25. Mai. Ich darf Ihnen gleich die Telefonnummer durchgeben. Man sieht es hier auch unten eingeblendet. Das ist die 0660 2510 111. Tickets für den Lipizzaner Heimatball rechtzeitig bestellen. Sie wissen ja, die Tischplätze sind sehr schnell vergriffen und Termin ist heuer auch wieder 25. Oktober. Dieses Mal Sonntag, aber 26. ist sowieso frei. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, schöne Tage und wir sehen uns sicher bald. Vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Zuschauen. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.